aus ihren Leichen anstatt aus Steinen. So. Vielen Dank, dass du dich mir anschließen willst. Das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Hallo? Hallo? So. Fantastisch! Sei verdammt! Wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätte ich mal meine Ruhe gehabt. Ja, gut, ich glaube, mit der Ruhe ist es jetzt mal vorbei. Weil jetzt bin ich ja hier. Na komm. Das ist zu viel Ärger. Du bezahlst später dafür. Na komm schon. Nein. Oh, komm, 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 komm. So. Komm schon. Nein. Komm schon! Oh, komm! Na komm, ich seh nix! Mann! Mistviecher! Dann stirbst du jetzt halt eben. Ist mir egal. Das ist ein mieses Ende. Beherrsche bitte. Danke. Todesdroh, Informationen sammeln, befehligen. Befehligen. Und zwar solltest du jetzt nämlich... Nein. Gegen den nämlich gehen. So, neuer Machtkampf. Ziel markieren. Sehr schön. Haben wir. Alter, was ist denn los? Okay, gut, der hat auf den Boden getreten und ich bin deswegen runtergefallen. Ist logisch, auf jeden Fall. Würde ich sagen. Schön. Hallo. Alter, ist die nervig. Bleibt überall hängen. So, hier unten ist auch das Teil. Das können wir auch schnell mitnehmen. So. Haben wir das? Ja, die bleibt doch überall dran hängen. Nerviges Wesen. Ich glaube, wir müssen... Vielleicht wechsle ich auch einfach mal zunächst auf nochmal wieder den Skin. Ich glaube, wir haben jetzt das halbe Play mit dem Skin hier gespielt, also... Ne? Ist vielleicht auch irgendwann wieder genug. Warte mal, kann ich da vielleicht eine Schnellreise... Ja. Geht schneller. Spart Zeit, ne? So. Diesen Häuptling wollen wir jetzt beherrschen. Oder ihn halt töten und dafür haben wir halt Macht. Da haben wir halt dann selber einen. Ne? So. Na, das könnte ja gut funktionieren. Was ist so wichtig, dass ich hierher kommen muss? Ich habe so lange darauf gewartet. Bitte ruinier es nicht. Los, stirb einfach. Der ist ja gegen alles immun. Oh, Mann. Hi. Ich kümmere mich um sie und dich in einem Streich. Zu langsam. Kümmer du dich mal darum. Genau. Das kannst du auf jeden Fall ganz gut.
Erfahrung flüchtet. Davon. Und du wirst leiden, das verspreche ich. Blutrünstiger Verräter! Sauron selbst wird dafür sorgen, dass deine kümmerliche Seele verbrennt. Okay. Beherrschen. Den können wir gleich mitnehmen, warum auch nicht? Todesruhm befehligen. Auf wen könnte der jetzt? Der könnte ja eigentlich auch auf den nächsten dann gehen, ne? Gebrandmarkt. Bleiben alle auf ihren Positionen und wir haben einen neuen, das ist doch. Revolte. Machen wir gegen ihn hier. Schick. So, der ist im Machtkampf. Das freut mich. Doch, war richtig. Dann können wir nämlich ihn bitte mal als Ziel markieren. Den feinen Herrn. Und jetzt müssen wir mal gucken. 2 von 5 Häuptlinge haben wir. Wo wäre denn das? So, mal gucken. Hier unten, ne? Genau, hier unten wäre die Revolte. Dann wollen wir da auch mal hin. Zu der Revolte. Wo ist er denn? Warte, ich muss ihn mal ganz kurz mal so markieren. So. 400 Fuß. So. Wer hat mich getötet? Also ich glaube, bis jetzt keiner, den ich danach nicht auch getötet habe. Also ich glaube, es gab jetzt für alles Rache. Na dann mal los. Wollen wir uns mal die Revolte angucken? Mein Heer zerstampft dich und dein garstiges Pack. Der Kampf wächst euch Thoran über den Kopf. Immun, okay. Nur kurz geguckt. Wie kann ein... Was willst du hier beweisen, hä? Hier findest du nur den Tod. Sagt wer? So, das war der. Das läuft nicht nach Plan. Nee, ich will nicht, dass er flüchtet. Ich möchte ihn gerne haben. Der flüchtet nicht. Ganz sicher nicht. Flüchten ist etwas... Wo steht er? Hier steht er. Wo ist er? Da. Geh weg. Meiner. So, und zack. Er möchte gar nicht. Na gut, dann tschüss. So. Da ist er weg. Aber jetzt steigt unser ja eh auf. Das ist ja auch nicht, dann nicht so das Problem. Haben wir ja trotzdem weiteren Häuptling. Sie können es mit uns aufnehmen. Ich zermalme dich. Okay, jetzt könnten wir weiter diese komischen Sachen sammeln, aber uns fehlen ja noch 2 Häuptlinge. Kann ich den nicht befehligen?
Ich möchte nämlich gerne eine Revolte anzetteln wieder mal. Okay, mal gucken. Finden wir gerade irgendwo einen, wo wir befehligen können? Ja, da hinten. Am besten einen, der halt noch kein Häuptling ist, falls nämlich einer, der stirbt. Beherrschen. So, und jetzt befehligen. Und zwar gegen den hier. So, haben wir einen neuen Machtkampf. Jungs, ihr seid unaufhaltsam. So, und wo ist der? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Wird sie mir jetzt bitte angezeigt, die Revolte? Was ist das denn hier? Das Heilmittel. Nö. Ist hier nirgendwo? Wo ist denn diese Revolte hier? Auch nicht. Wo sind die? Überfall. Ja gut, okay, dann ist das halt nur was, dass unsere Leute stärker werden. Wollen wir das Heilmittel mal machen? Obwohl, nee, komm, wir sammeln jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen. Dass wir da auf jeden Fall weiterkommen, ne? Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Ja, wen hat denn hier sowas wirklich was getötet? Also, ich glaube, wir haben eher... Ich glaube, wir Brandmarken haben, stehen wir bis jetzt ganz gut mit den ganzen Häuptlingen. Wir haben jetzt schon ein paar. Und auch ein paar normale Uruks halt damit. Ich glaube schon, dass das gar nicht so schlecht ist. So, und da wären wir auch schon bei dem Teil. 3 von 5 haben wir gebrandmarkt. Zerbrochener Stab. Eine große Kraft zerbrach diesen Stab eines Zauberers mit mehreren in mehrere Teile. Aus einem Setzling dient dieser Stab einem wandernden Zauberer. Einst als Gichtstock, Zauberstab und Waffe, was mit seinem Besitzer geschah und wie er in diesem Zustand gelingt, ist nicht gesagt. Wo denn? Wer, wie, wo, was, wann, da? Schon komisch, nicht wahr? Sie haben uns ihren Namen gesagt. Mehrmals. Aber wir haben sie vergessen. Wir haben sie einfach vergessen. Es schien fast so, als würden sie nicht wollen, dass wir uns erinnern. Nach einer Weile waren sie einfach nur noch die 2 Istari. Manchmal auch einfach der Große und der Kleine. Ich kann nicht sagen, warum ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an den Großen, wie er uns Geschichten über eine Goblinstadt erzählte, über einen Mann, der sich in einen Bären verwandelte, von der Zeit als... Nun, ich glaube, es war ihm scheinbar gleichgültig, dass einige seiner Geschichten nicht ganz stimmig waren oder andere einen Toten aus seinem Grab hochschrecken lassen würden. Als der Große ging, nahm er seinen Stab mit, ließ aber einen Gehstock zurück, in dem eine ganze Menge Kerben und Muster eingeritzt waren. Er hat damit irgendetwas aufgezeichnet, das ist sicher. Da war der Arm wieder. Na toll. Scheiß Ding, ich brauche dringend 9. So, 2 von 3. Diese Zauberer, die... Huch. Istari, was weißt du über sie? Ist ihre Macht stärker als die deinige? Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. Aha. Okay, wollen wir mal einfach, da hier gerade kein Dings ist. Ihr seht zumindest keins. Moment, das war richtig. Hier. Oh, ja, okay, jetzt ist es erst da. Und jetzt markiere ich mir den Typen auch mal als Ziel. Macht 16, was wird der? Macht 14. Na gut, okay, macht 16, wir müssen da wohl ran. Da bleibt uns wohl nichts anderes über. Da oben haben wir ihn. Na gut. Warum auch nicht?
Wir wollen ja auch vorankommen letztes Jahr. Dafür können wir das ja ruhig mal machen. Moment. Mal ganz kurz kratzen. Ich gehe auch in der Zeit weiter, damit das nicht ganz. Damit wir nicht ganz stehen bleiben. So. Haben wir einen? Ja, da hinten. Haben wir einen? Lass die Dunkelheit anbrechen. So, zu dem feinen Herrn. Brandmarken. So. Weg ist er. Und wir haben wieder einen neuen in unseren Reihen. Ne? Der Waldläufer ist es. Wer denn auch sonst? So. So. Haben wir Nummer 5 auch schon. Und den Auftrag starten wir mal. Ohne Bauern bleibt der König schutzlos. Töte die Wachen des Häuptlings. Töte 5 Berserker. Okay. Es heißt, dass der ist ja nicht so das Problem. Das waren so jetzt schon fast alle. Okay, mal gucken. Wo haben wir denn den Rest? Hier haben wir noch 2. Oh fuck, der hat noch 2 seiner Kumpanen. Oh, Kacke. Na gut, dann hallo. Hi. Soll mich das etwa beeindrucken? Lauf weg, oder ich zeige dir, was ein wahrer Krieger kann. Jo. Genau das möchte ich doch, dass du mir das zeigst. Genau das wollen wir doch alle von dir sehen. So. Schon wieder. Ist auf Zeitverschwendung. Gib das Signal. Zeit, dass wir dich ausbluten lassen. Ja, ja. Hi, möchtest du auch? Mit meinem Herrn anlegen? Leg dich stattdessen in dein Grab! Hi. Du also auch. Dass sie alle immer so gerne kämpft. Oh Mann. Und immer wisst, dass ihr verliert. Warum macht ihr das? Ich muss erstmal weg. Ich verliere nämlich sonst. Hi. Alter, seid ihr viele. Ich muss erstmal hier ein bisschen ausdünnen bei euch. Wenn ihr euch das nicht so im Großen und Ganzen nicht stört, dünne ich erstmal kurz ein bisschen bei euch aus, ne?